Gut, ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar. Die Aufzeichnung ist jetzt auch soweit gestartet. Mein Name ist Matthias Eising. Heute soll es um die Vorstellung von Red Studio 10 Seattle gehen, respektive Delphi 10 Seattle, C++ Builder 10 Seattle. Wir haben die Produktnamen ein wenig geändert von der klassischen XE-Version oder XE-Produktbezeichnung, ja, zu einem etwas anderen Schemata. Ich drücke es erstmal so weit aus. Mein Name ist, wie gesagt, Matthias Eising, sogenannter Senior Sales Consultant bei Embarcadero. Ich mache Delphi schon seit einiger Zeit, ja, mittlerweile seit über 20 Jahren. Delphi hat sich in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt. Wir hatten die klassischen Delphi-Versionen in den 90er Jahren bis hin zu Delphi 7. Wir hatten dann Delphi 2005. Das Delphi 8 lassen wir mal außen vor. 2005 bis zur Version 2010. Dann ging es weiter mit den XE-Varianten. Und als neuen Meilenstein haben wir heute das Delphi 10 Seattle. Delphi, wie gesagt, schon relativ lange dabei. Ich werde heute mehr oder weniger die gleiche Präsentation machen, wie meine US-amerikanischen Kollegen gestern Abend schon gemacht haben oder heute Nacht. Das Ganze halt eben nur in deutscher Sprache. Ich bin ja auch alleine. Ich bin nicht Serena, ich bin nicht David Ay, ich bin nicht, wer war sonst noch alle? Jimmy Keith war dabei, Marco Cantu natürlich. Von daher habe ich mal einfach so ein paar Dinge hier rausgenommen. Embarcadero Technologies hat ja vor einigen Jahren das Produkt Delphi übernommen im Jahr 2008 und hat es immer weiterentwickelt, auch unter dem Produktprämisse oder nur unter dem Produktnamen XE. Das hat sich deutlich weiterentwickelt. Wir haben sehr viele Kunden auch wieder dadurch reaktivieren können, auch im Sinne von, die in den 90er Jahren mal Delphi gemacht haben. Die sind halt eben interessiert. Die wollten eine Windows-Entwicklungsumgebung nicht, die nicht nur Windows kann, sondern an der Stelle natürlich auch mobile Entwicklung, Mac-Desktop-Entwicklung, was für viele Kunden heutzutage ein unerlässlicher Punkt ist. Embarcadero selber hat einen relativ großen Kundenstamm. Wir sind ein, weil, ja, sehr properes Unternehmen. Wir stehen finanziell sehr gut da. Haben uns natürlich mit den verschiedenen Bereichen von Anwendungsentwicklung, Datenbankmodellierung und Architektur, Datenbankmanagement und Optimierung sehr breit, sehr gut aufgestellt. Mit zum Teil unterschiedlichen Ausprägungen in den verschiedenen Ländern. In Deutschland, Österreich, Schweiz ist zum Beispiel Delphi sehr stark, während in Amerika auf der anderen Seite natürlich auch die Datenbankwerkzeuge sehr stark sind. Gegründet wurde Embarcadero 93, auch im Sinne von, sie sind dann relativ schnell an die Börse gegangen, 2007, und wurden sie wieder von der Börse genommen, respektive sind seitdem in einer privaten Hand. Wir haben recht breites Kundenportfolio, auch sehr große, namhafte Kunden dabei. Das fängt bei illustren Namen an, wie Microsoft, Adobe, bis hin natürlich auch zu Cisco, die im Bereich der Datenbankmodellierung hier sehr stark vertreten sind. Aber auch in Deutschland gibt es sehr viele größere Delphi-Kunden. Praktisch jedes größere Unternehmen hat irgendwo mal Delphi im Einsatz. Es ist natürlich meistens eher abteilungsorientiert. Es ist keine strategische Ausrichtung. Aber auch da gibt es einige sehr große Unternehmen hier in Deutschland, auch in Österreich und in der Schweiz, die Delphi schon durchgängig einsetzen. Gut, 500 Mitarbeiter sind wir circa in 29 Ländern. Das wächst auch in den letzten Jahren. Das ist halt eben auch immer wiederum interessant zu sehen, wie Delphi sich in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Wir haben es ja vorhin bereits schon erwähnt. Mobile Entwicklung ist für viele Kunden mittlerweile ein heißes Thema, sodass wir also auch hier mit Umsatzwächst zuwächsen, mit neuen Kunden und auch einer breiteren Kundenbasis in den letzten Jahren sehen können. Das Red Studio selber hat sich pro Jahr irgendwo zwischen 18 und 23% weiterentwickelt, also Wachstum, was recht beachtlich ist. Aber heute soll es in erster Linie um das Red Studio 10 Seattle gehen. Wir haben, wie gesagt, die Namensnominierung, die Namensordnung hier ein wenig geändert. XE ist die Version gewesen der letzten Jahre, aber wir denken einfach, dass wir mit der neuen IDE, mit der Erweiterung der IDE, dazu gleich noch einige Punkte mehr, doch durchaus diese Namensänderung rechtfertigen können.
Delphi 10, Red Studio 10, das ist mehr oder weniger erstmal ein fixer Begriff. Ändern wird sich hier der Zusatz Seattle. Dann nutzen wir halt eben Städtenamen. Das müssen nicht zwangsläufig US-amerikanische Städte sein. Das muss auch nicht in Kalifornien sein. Seattle selber ist ja im Nordwesten der Vereinigten Staaten, hat mit Kalifornien jetzt erstmal nichts zu tun, wie es vielleicht andere Firmen machen. Das kann auch mal ein Paris werden, ein Moskau, ein Frankfurt oder wie auch immer. Aber 10 ist erstmal gesetzt. Warum? Ja, da kann man jetzt natürlich abends beim Bier stundenlang darüber diskutieren, wieso, weshalb, warum wir den Namen und in welche Richtung geändert haben. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass Windows 10 hier an der Stelle ja schon relativ dominant ist, einen Namenswechsel auch innerhalb der Windows-Welt durchgeführt hat. OS X ist natürlich auch in dieser Liga mit drin, sodass wir dann auch Delphi 10 hier mit hineingebracht haben. Hier kam gerade die Zwischenfrage, Namensschema, wie wird das fortgesetzt von Erik Viertel? Also die 10 wird erstmal soweit bleiben. Wir werden vielleicht eine 10.1, 10.2 danach machen. Und neben diesen Punktversionen wird sich der Städtenamen ändern. Also ich sage mal rein spekulativ, das übernächste Delphi wird 10.2 Frankfurt heißen oder 10.4 Moskau oder wie auch immer. Aber das ist genau betrachtet erstmal nur Makulatur, das ist eigentlich relativ unwichtig. Mich oder uns Techniker interessiert natürlich in erster Linie die Technologie. Seattle geht, wie gesagt, weit darüber hinaus, was die XE-Reihe gebracht hat. Wir haben mit XE 64-Bit Mac, iOS und Android bekommen. Wir haben natürlich auch neue moderne Designer. Wir haben ein neues Cross-Plattform-Framework mit inkludiert. Mit XE2 kam das FireMonkey-Framework, was wir auch mehr und mehr ausgebaut haben, was also auch wirklich in den letzten Versionen sehr gut und sehr brauchbar geworden ist. Bis hin natürlich auch zum Multi-Device-Designer, der es mir ermöglicht, auch die Voran Sicht für verschiedene mobile Endgeräte, für Desktop-Geräte bis hin zu Smartwatches in einem separaten Screen zu sehen, den man, und das ist auch eine Neuerung von Seattle, wirklich sehr brauchbar auf verschiedenen, auf Multi-Monitor-Umgebungen benutzen kann. 10 Seattle, 10 Seattle, ist eine neue Erfahrung für Entwickler. Das ist eine relativ weitreichende oder weit hergeholte Aussage, aber ich drücke es mal sehr positiv aus. Die Stabilität, die Entwicklungsproduktivität dieser Version hat mich wirklich sehr beeindruckt, schon über die letzten Wochen, Monate, auch während des Beta-Tests. Also ich hatte faktisch sehr wenige, klar, es ist auch eine Beta-Version gewesen, sehr wenige bis gar keine Abstürze mehr in den letzten Wochen. Also da hat sich wirklich einiges getan. Warum wir das umgestellt haben, wie wir das umgestellt haben, dazu gleich noch ein wenig mehr. Der weitere wichtige Aspekt von Red Studio 10 Seattle ist natürlich die Ausrichtung auch auf Windows 10. Windows 10 ist in unseren Augen ein Meilenstein-Release auch von Microsoft und es wird sich auch in den nächsten Wochen und Monaten relativ stark und sehr schnell durchsetzen. Das mag natürlich daran liegen, dass man von Windows 7 oder Windows 8 kostenfrei aktualisieren kann. Das mag natürlich auch daran liegen, dass neuere PCs standardmäßig demnächst mit Windows 10 ausgeliefert werden oder aktuell schon ausgeliefert werden. Windows 10 hat hier einfach eine Geschwindigkeit der Auslieferung, der Verbreitung vorgelegt, die man sonst noch bei keinem Windows-System gesehen hat. Nichtsdestotrotz lade ich Sie dazu ein, Red Studio 10 Seattle, auch kurz RX Seattle, also für Red Studio 10 RX, auch heute schon zu testen. Die Testversion ist seit Montagabend auf unserem Server öffentlich verfügbar. Testversion anfordern, 30 Tage voller Test, innerhalb der Möglichkeiten einer Testversion. Also von mir aus, kann ich wirklich nur sagen, es hat mich schwer beeindruckt. Gut, die heutige Landschaft besteht natürlich aus Windows, Windows und Windows. Und da sieht man an der Stelle auch, Windows 10, die Weiterverbreitung, die Verbreitung von Windows 10 hat hier in den letzten Wochen nie wirklich stark zugenommen. Auch das ist natürlich ein wichtiger Aspekt innerhalb der Entwicklung. Viele Anwendungsentwickler wollen oder müssen oder sollten ihre Anwendung auch Richtung Windows 10 fit machen. Das beinhaltet natürlich neues Oberflächendesign, neue
Stile, die man mit in die Oberfläche integrieren kann, aber auch neue Komponenten. Wir haben mit Red Studio 10 Seattle neue Windows 10 Komponenten mit hineingebracht, die aber auf der anderen Seite natürlich auch universell sind. Universell heißt, dass ich sie auch für Windows 7, Windows 8 benutzen kann. Also sie werden hier von der VCL umgesetzt. Man ist nicht direkt auf Windows-API-spezifische Befehle angewiesen. Eine andere Geschichte sind natürlich, wenn ich direkt auf die Windows-API, die WinRT zugreife unter Windows 10, wenn es zum Beispiel um Notifications geht. Aber dazu gleich noch einiges mehr und auch einige Beispiele. Windows 10 ist ein wichtiger Aspekt. Der Fokus und die Strategie von Red Studio möchte ich kurz darstellen. Und natürlich auch drei wichtige Aspekte, die Red Studio 10 ausmachen. Zum einen ist es ein brandneuer Win32-Compiler für alle C++-Bilderentwickler. Dieser Win32-Compiler, den wir klassischerweise im Red Studio mit drin hatten, sei das jetzt die XE-Varianten, sei das jetzt C++-Bilder 2010, 2007 und wie sie alle hießen, das war und ist weiterhin der klassische Borland-Compiler. Das heißt, wir liefern den ganz normalen BCC 32 mit aus, aber jetzt auch neu den BCC 32C. C steht für in dem Zusammenhang für C-Lang. Es ist eine sehr moderne Compiler-Infrastruktur, die wir hier mit dem C++-Bilder umgesetzt haben. Unterstützt C++ 11, unterstützt sowas wie Autotypes, sowas wie Lambdas, mit denen man direkt auch dann in der Win32-Welt arbeiten kann. Versprochen war dieser Compiler schon seit einiger Zeit. Wie gesagt, es gab jetzt in den letzten Jahren oder Monaten natürlich zum Teil auch wieder neue Ausrichtungen, neue externe Einflüsse, wie zum Beispiel von Apple die Notwendigkeit, iOS auch auf 64-Bit zu bringen. Deswegen ist der Compiler etwas hinten angestellt worden. Nichtsdestotrotz haben wir diesen jetzt mit dem Red Studio 10 Seattle, dem C++-Bilder 10 Seattle mit dabei. Also für alle C++-Bilder-Kunden wirklich der lang ersehnte Compiler mit dabei. Wir haben eine sehr gute und breite Windows 10 Unterstützung, inklusive dem Windows 10 SDK, was mittlerweile standardmäßig installiert wird. Es fügt nochmal so 2,5 GB hinzu, wenn man es denn will, und mit installiert mit allen Testwerkzeugen, mit allen, ja, ich sag mal, Überwachungswerkzeugen, die man innerhalb des Windows 10 SDKs bekommt. Man sollte, und das als kleiner Hinweis, wenn man die Testversion Red Studio Architect komplett installiert, sollte man darauf achten, dass man noch sehr viel Platz auf seiner Platte oder seiner SSD hat. Man muss ungefähr davon ausgehen, temporär für die Installation werden circa 70 GB benötigt. Ich sehe, hier kippen vielleicht schon einige rückwärts runter vom Stuhl. Die komplette Installation mit Google SDKs für Android, mit den entsprechenden Werkzeugen, mit dem entsprechenden SDK für Windows 10 belegt schlussletztendlich gut 30 GB, 30, 35 GB auf der Festplatte. Von den Zeiten, wo Betriebssystem und Entwicklungsumgebung auf eine Diskette passen, da haben wir uns mittlerweile von verabschiedet. Dritter wichtiger Punkt innerhalb des Red Studio 10 Seattles ist die Verdopplung der IDE-Power durch die mittlerweile vollständige Integration von Castalia oder aber auch die Möglichkeiten oder die architektonische Änderung der IDE, dass wir jetzt auch bis zu 4 GB Hauptspeicher für Compile-Vorgänge innerhalb der IDE und für die IDE benutzen können. Früher waren es halt eben nur 2 GB Hauptspeicher, die überhaupt prinzipiell von der IDE erreicht werden konnten. Das haben wir durch Large Address Aware als Stichwort hier auf 4 GB aufgebaut. Es hat einige sehr, sehr positive Konsequenzen, auch bei der Speicherverwaltung und beim, ich sag mal so frei, Löschen des Unit Caches haben wir wirklich sehr gut und sehr viel Hand angelegt, um an der Stelle wirklich mit der IDE sehr produktiv arbeiten zu können.
Gut, Windows 10 Veröffentlichung. Wie gesagt, die drei Punkte möchte ich kurz ansprechen. Windows 10 hat sich sehr stark und sehr breit durchgesetzt, hat schon 4% Marktanteil innerhalb der ersten 10 Tage erreicht und nach einem Monat über 75 Millionen Installationen weltweit und damit einen recht beachtlichen Marktanteil, je nachdem, welchen Marktauguren man Glauben schenken darf und für welches Land es betrifft, hat Windows 10 mittlerweile einen Marktanteil von 8 bis 13%. Gerade in Deutschland ist Windows 10 sehr stark. Das ist eigentlich fast überraschend. Weltweit liegt es irgendwo bei 8 bis 9%. In Deutschland, je nachdem, ob man jetzt Net Market Share und so weiter und so fort betrachtet, hat man da zum Teil Marktanteile von 12, 13% explizit in Deutschland. Also es ist davon auszugehen, dass Windows 10 sich weiter sehr vehement durchsetzen wird. Man sieht ja auch in der kleinen Statistik, blauer Balken, gelber Balken, wie es sich auch im Vergleich zu Windows 8 durchgesetzt hat. Warum von Day 5, also vom fünften Tag auf den sechsten Tag, der Marktanteil wieder gefallen ist, sei jetzt mal dahingestellt. Kann natürlich ein Wochenende gewesen sein, wo vielleicht viele Business-PCs nicht mehr weiterarbeiten. Apropos Business-PCs, auch Unternehmen wollen relativ häufig, laut Neonwin, relativ häufig und sehr zügig auf Windows 10 umsteigen. Schon innerhalb des ersten Jahres wollen 40% aller Unternehmen auf Windows 10 umsteigen. Es ist eine recht beachtliche Zahl. Innerhalb der ersten 2 Jahre sind es circa 3/4 aller Unternehmen. Das heißt, es ist wirklich ein absoluter Trend zu sehen Richtung Windows 10. Meine persönlichen Erfahrungen, die berichte ich lieber abends beim Bier. Also wer mich abends zum Bier einlädt, dem erzähle ich auch ein bisschen was zu Windows 10. Ich selber nutze immer natürlich noch ein Mac. Windows 10 macht sich innerhalb einer virtuellen Maschine ganz gut. Mein Rechner zu Hause läuft mit Windows 7. Läuft auch gut. Ich drück's mal so rum aus. Gut, nichtsdestotrotz, man kann es sich ja mal anschauen. Vielleicht ein Test-PC, zweite Partition, virtuelle Maschine. Da hat man ja heutzutage relativ gute Möglichkeiten. Aber was ich damit ausdrücken will, ist, dass viele Entwickler, Softwarehersteller mehr und mehr dazu gefordert werden, von der Kundenseite aus ihre Anwendung für Windows 10 fertig zu machen oder zu aktualisieren, sodass man dann hier auch mit Delphi 10 Ciertl, C++ Builder 10 Ciertl das Werkzeug in der Hand hat, hier seine Anwendung dahingehend fit zu machen. Auch viele Windows-Entwickler gehen mehr und mehr Richtung mobile Plattformen. Das sind natürlich in erster Linie zwei Plattformen, Android und iOS, iOS und Android. iOS und Android decken einen Marktanteil von circa 90, 95% aller mobilen Endgeräte ab. Das wird sich auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht nachhaltig ändern. Es gibt zwar immer wieder Gerüchte, dass Samsung sein eigenes Betriebssystem irgendwie aufsetzen möchte. Balda gab es damals. Oder Tivizen und wie sie da alle heißen. Aber es ist davon auszugehen, dass Android und iOS hier weiterhin marktdominierend bleiben für die nächsten Jahre. Aber auf der anderen Seite, 99% aller Windows-Entwickler werden weiterhin für Windows entwickeln und sei es einfach nur, dass sie eine bestehende Software supporten. Also den Abgesang auf Windows, den kann ich hier nicht anstimmen. Klar, logisch. Es ist natürlich eine Marktverschiebung, eine Markterweiterung. Gerade in Schwellenländern oder aber auch im privaten Umfeld sehe ich mehr und mehr, dass die Leute fast nur noch mit ihrem Smartphone arbeiten, dass sie fast nur noch mit ihrem Tablet arbeiten und dass der Klassiker Desktop-PC, für den man sich morgens um 7 Uhr beim Aldi angestellt hat, eigentlich mehr und mehr vom Markt verschwindet. Klar, jetzt habe ich Aldi genannt, Lidl plus Penny und wie sie alle heißen, egal. Aber der Desktop-PC ist existent. Ich persönlich brauche wahrscheinlich auch auf nicht absehbare Zeit weiterhin einen Desktop-PC, ein Notebook. Aber hier an der Stelle gibt es definitiv einen Trend dahin. Richtig. Hier gab es eine kurze Zwischenfrage. Warum bin ich stumm geschaltet? Weil alle Teilnehmer generell stumm geschaltet sind. Ja, gut. Haben wir das an der Stelle auch geklärt. Also, wenn man mir was mitteilen will, geht es nur an der Stelle per Chat.
Der mobile Trend setzt sich weiterhin fort, wie vorhin schon mal gesagt. Es gibt weiterhin sehr, sehr viele Smartphones. Über 300 Millionen wurden allein im letzten Quartal verkauft. Mehr als 1 Milliarde werden pro Jahr verkauft. Circa 2,5 Milliarden sind aktiv im Einsatz weltweit. Im Vergleich zum Beispiel zu circa 1,2 Milliarden Desktop-PCs. Also es sind mittlerweile doppelt so viele Smartphones oder Tablets im Einsatz wie Desktop-PCs. Und Android und iOS stellen einen sehr wesentlichen Anteil dieses Marktes. Auch innerhalb der Situationsbeschreibung, das Internet der Dinge, das Internet of Things wächst hier enorm. Was ist das Internet der Dinge? Ich sage immer so frei, alles, was irgendwo kommunizieren kann, was Netzwerkverbindungen oder ganz allgemein Verbindungen zu anderen Geräten aufnimmt, um zu kommunizieren, kann man als Internet der Dinge beschreiben. Das fängt irgendwo an bei intelligenten Sensoren für die Haussteuerung. Ich komme nach Hause und es wird automatisch die Musik je nach Stimmungslage eingestellt. Habe ich zum Beispiel irgendwie einen Puls von 180, wenn ich von der Arbeit komme, dann wird vielleicht irgendwo eher beruhigende Musik gespielt oder einen Puls von 60, da wird mir vielleicht andere Musik dargestellt. Aber es gibt auch eher sinnvolle Anwendungen dafür, wenn es um Sensorik, um Steuerung in der Industrie geht, wenn es aber auch um Sensorik, um Steuerung, um Interaktion, zum Beispiel in der Medizin, in Kaufhäusern, innerhalb des Marketings oder aber auch solche Dinge wie Herzfrequenzmesser oder aber auch ganz allgemein medizinische Sport. Geräte, die es mir ermöglichen, meinen Gesundheitsstatus über sogenannte Activity Trackers zu festzustellen und auch abzulegen. Je nachdem, wen man denn da fragt, was das Internet der Dinge betrifft, wird man da auch sehr unterschiedliche Antworten hören. Ohne Beschränkungen der Allgemeinheit oder ohne Beschränkung der Allgemeinheit frage ich einen großen Datenbankhersteller, sieht er natürlich auch hier die Notwendigkeit, all diese Daten, diese Datenmengen irgendwo in seinen eigenen Datenbanken zu speichern, also Oracle, DB2 und so weiter, die haben natürlich den Fokus der Datenspeicherung dieser Massendaten, die von Sensoren, von Messinstrumenten hier anfällt. Wenn man jetzt irgendwelche Cloud-Dienste wie zum Beispiel Amazon Web Services oder Microsoft Mobile Services betrachtet, dann wird dieser Hersteller sagen, das Internet der Dinge ist natürlich für die Anwendungslogik, für die Speicherung, für die Kommunikation über unsere Cloud-Dienste eigentlich erst sinnvoll. Wenn man natürlich irgendwelche Activity-Fitbit-Tracker-Hersteller fragt, dann sagen die natürlich, ja, die Geräte, die halt eben messen. Irgendwo die Wahrheit liegt dazwischen. Es geht um die Vernetzung der Geräte, die immer mehr fortschreitet, die immer mehr wichtiger wird. Und die Verbindung zur Cloud ist weiterhin natürlich eine wichtige Grundlage, ein unerlässliches Kriterium. Innerhalb des Red Studios, innerhalb von Delphi, innerhalb von C++ Builder Seattle hat man hier natürlich die grundlegenden Technologien. Das heißt, wir sind Technologielieferant, um uns an Amazon Web Service anzudocken, Microsoft Azure anzudocken. All diese Technologien wurden auch mit dem Red Studio 10 aktualisiert. Wir sind also wirklich auch auf den neuesten, schönsten, besten REST-APIs vorbereitet, um diese Technologien, um diese Cloud-Dienste anzubinden. Wir haben natürlich auch selber unsere eigenen Cloud-Dienste, wie zum Beispiel Datasnap oder EMS, die es ermöglichen, diese Dienste in-house zu betreiben, losgelöst von irgendwelchen sicherheitskritischen Übertragungswerten, von sicherheitskritischen oder bedenkenswerten Speicherdiensten, die irgendwo in USA, Irland oder in Südwest-Timbuktu laufen. Wir haben hier also auch die Möglichkeit, mit Delphi, mit C++ Builder unsere eigenen Cloud, unsere Home-Based Cloud aufzusetzen, umzusetzen. Zum Beispiel mit EMS und oder Datasnap. Bis hin natürlich auch zu lokalen Speicherungsmöglichkeiten innerhalb der Cloud. Was ist das Red Studio? Das Red Studio ist die ultimative Entwicklungsplattform für die Entwicklung von Windows, Mac Mobile und das Internet der Dinge. So sagen wir es, so kann man es auch von meiner Seite aus zumindest unterschreiben. Mit keiner anderen Entwicklungsumgebung in der Industrie kann ich wirklich Nativ-Code produzieren aus integrierten Compilern, die wir in einer Entwicklungsumgebung haben und auch mit einem gemeinsamen Quelltext und einem gemeinsamen Formular-Designer,
derber Spezifika für bestimmte Geräte, Plattformen, Gerätegrößen, Geräteformfaktoren erlaubt, hier für sehr unterschiedliche Plattformen zu kompilieren. Das ist wirklich einmalig in der Industrie. Und das Ganze kann natürlich auf sehr unterschiedlichen Wegen passieren. Wir haben die Konnektivität, die Datensensitivität in alle Himmelsrichtungen. Wir können Daten austauschen zu x-beliebigen Datenbanken, MS SQL Server, Oracle Sybase, Informix, DB2, bis hin natürlich auch zu MySQL oder MongoDB, eine Neuigkeit in Seattle 10, bis hin natürlich auch JSON- und XML-Kommunikation. Wir haben die Konnektivität, die Verbundenheit über verschiedene Transportmechanismen, sei das ganz normale Netzwerkkommunikation über Wi-Fi LAN, sei das über Bluetooth, Bluetooth LE, sei das die Kommunikation zu Business as a Service Backends über entsprechende REST-Schnittstellen. All das werden wir und haben wir als Technologielieferant mit im Paket. Bis hin natürlich auch, und das ist einfach und es bleibt weiterhin die Stärke von Delphi, die Möglichkeiten der visuellen Formulargestaltung. Es gibt in meinen Augen keinen schönen, produktiveren, schnelleren Formulardesigner, wie man ihn in Delphi, in C++ Builder, im Red Studio 10 Seattle vorfindet. Mit den Erweiterungen natürlich auch für mobile Endgeräte, bis hin natürlich auch zu den neuesten, schönsten, besten Möglichkeiten von Windows 10 auf der Basis von VCL und FireMonkey. Speziell für Windows 10 haben wir neue VCL-Komponenten für Windows 10. Natürlich gab es die oder gibt es die auch schon für mobile Endgeräte. Wenn ich da an so einen Switch denke, haben wir auch den entsprechenden Toggle mittlerweile für Windows 10. Wir haben uns da bei Microsoft von der Namensgebung her ein wenig abgeschaut. Wo es die Multiview-Komponente für FireMonkey gibt, gibt es den entsprechenden Split-View innerhalb der VCL-Welt. Das heißt also, auch damit haben wir den Komfort, den man schon in FireMonkey-Anwendungen und die visuellen Komponenten, die man in FireMonkey gesehen hat, auch auf die VCL speziell für Windows 10 übertragen. Speziell im Sinne von dem Look and Feel, vom Verhalten her für Windows 10. Sie funktionieren aber auch weiterhin unter Windows 7, Windows 8. Also eine Windows-Anwendung kann ich weiterhin für Windows 7, für Windows 8, für Windows 10 kompilieren. Am Rande bemerkt an der Stelle natürlich, Windows XP unterstützen wir weder als Plattform für die Entwicklungsumgebung noch als Plattform für das Zieldeployment, für die Weitergabe. Wir haben es nicht getestet. Was ich allerdings selber schon getestet habe, was manche Kunden auch immer wieder versuchen, ist das neueste, schönste, beste Delphi oder C++ Builder unter Windows XP zu installieren. Das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Windows XP-Kompatibilität ist natürlich Windows 10-Kompatibilität ist natürlich hier gegeben. Man kann natürlich auch Spezifika nutzen, wie zum Beispiel WinRT-Dienste, Services, die dann allerdings auch nur auf Windows 10 funktionieren. Wenn ich zum Beispiel sowas wie Notifications benutze, Marco Cantu hat es gestern auch erklärt, Notifications, die es prinzipiell auch unter Windows 8 gibt, die allerdings von Microsoft auch selber sehr argwöhnisch beobachtet werden. Da gab es wohl immer noch so ein paar Probleme. Also hier Notifications für Windows 10, mit Windows 10, nur für Windows 10. Die kann man natürlich auch nutzen durch Installation. Alle visuellen Komponenten auch unter Windows 7, Windows 8. Gut, die Entwicklungsumgebung wurde architektonisch umgebaut. Wie gesagt, durch den neuen Speicheransatz, Large Address Awareness, haben wir es geschafft, dass die Entwicklungsumgebung inklusive ihrer Compiler, inklusive ihrer zusätzlichen Packages, inklusive auch Fremdhersteller-Packages mittlerweile doppelt so viel Hauptspeicher benutzen kann. Wir haben das natürlich auch getestet während der Beta-Phase mit verschiedenen Kunden, die große Projekte haben, die relativ häufig Out-of-Memory-Exceptions bekommen haben, die nach einer gewissen Zeit dann auch immer wiederum die IDE neu starten musste. Und da haben wir wirklich sehr, sehr positiv Feedback von diesen Kunden bekommen, was die Möglichkeiten der neuen IDE von Delphi 10, von C++ Builder 10 Seattle betrifft, sodass sie also auch ihre großen COM-Projekte wieder kompilieren konnten.
Wir haben natürlich die Produktivitätsfunktionalitäten auch von Castalia hier vollständig mit integriert, aber nichtsdestotrotz noch einige Schmankerl mit eingebaut. Zum Beispiel in der Strukturansicht mittlerweile auch die Standard-Buttons, die Standard-visuellen Repräsentationen von visuellen Komponenten. Das heißt, in der Strukturansicht sieht ein Button aus wie ein Button. Wir haben im Objektinspektor die Filterungsmöglichkeit, dass man also zum Teil sehr lange Property-Listen im Objektinspektor einfach filtern kann, so wie man das auch schon in der Toolpalette herkennt. Wir haben natürlich die Standardmechanismen wie Projektstatistiken, Navigation Toolbar für Klassen und Methoden, ein bisschen natürlich auch zum Multipaste von Castalia mittlerweile vollständig und ja, ich sag mal unauffällig im positiven Sinne mit in die IDE integriert. Aber auch eine Neuigkeit des Autosaves. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, endlich, sage ich mal so frei, zu sagen, der Editor soll einfach seine Dateien automatisch abspeichern nach X Minuten oder bei bestimmten Ereignissen. Das ist eigentlich auch sehr praktisch. Die neue C++-Sprachunterstützung für Win 32 ist mit drin. Das heißt, wir haben mittlerweile sowas wie den Autotype, wir haben sowas wie Lambdas, sowohl für 64-Bit, da haben wir es im C++-Builder schon seit einiger Zeit, als natürlich auch für iOS und Android und neu jetzt natürlich auch für 32-Bit-Anwendungen. Wir sind uns und waren uns natürlich dessen bewusst, dass viele Unternehmen nur und ausschließlich oder primär 32-Bit-Software einsetzen wollen, querstrich können, weil sie vielleicht noch irgendwo ein Windows 7 32-Bit im Einsatz haben. Da nützt es einem nichts, wenn man mit einem 64-Bit-Kompilat daherkommt als Entwickler und dort die schönsten, neuesten, besten C++11-Funktionalitäten genutzt hat. Hier muss es einfach darum gehen, auch den Code für 32-Bit zu kompilieren. Das heißt, der alte Borland C-Compiler ist immer noch dabei. Er ist auch weiterhin Standard für neue C++-Bilder. Projekte für VCL-Desktop-Anwendungen. Man kann ihn allerdings ausschalten und dann wird natürlich der CLang-Compiler mit dem LLVM-Backend benutzt. Was natürlich hiermit beinhaltet, sind die Property Methods Events und die RTTI Runtime Type Information und natürlich auch das Automatic Reference Counting für die mobile Plattform. Verbunden und vernetzt in alle Himmelsrichtungen, das heißt, auf Dienste zuzugreifen, auch das ist natürlich mit dem Red Studio, mit C++ Builder und Delphi hier möglich. Wie vorhin schon mal angesprochen, Konnektivität Richtung Datenbanken, Konnektivität Richtung Cloud, Konnektivität Richtung mobiler Endgeräte, das von sehr unterschiedlichen Plattformen aus, um auf Desktop-Ebene, um im mobilen Umfeld oder aber auch auf Ebene der Unternehmensinfrastrukturen sehr gut zu handeln. Es gibt durchaus valide Projekte, die ich auch immer wieder sehr gerne sehe, dass man irgendwo einen fetten, in Anführungszeichen, fetten Java Enterprise Server im Hintergrund hat und diesen halt eben auch mit einem modernen Windows Desktop Client ausstatten möchte, dass man diesen dann über REST APIs anzapft, dass man diesen halt eben erweitert, weil ich sag mal so frei, ohne jetzt Bashing betreiben zu wollen, das geht mit Java nicht unbedingt so gut, spätestens wenn es darum geht, Interaktion mit anderen Windows Desktop Anwendungen, mit Office zu haben. Dann geht das aus einer nativen Windows-Entwicklungsumgebung deutlich besser. Multi-Device haben wir natürlich auch noch auf ein neues Niveau gebracht. Nur ein paar Dinge hier an der Stelle erwähnt. Wir haben natürlich hier und heute die Kompatibilität zu iOS 7, zu iOS 8, Klammer auf, bevor die Frage kommt und die wird sicherlich bald kommen. Haben wir schon iOS 9 Unterstützung? Nächste Woche, Mittwoch am 9. September. Ist, glaube ich, der 9. September, wird er höchstwahrscheinlich dann ein wenig mehr zu iOS 9 gesagt. Die kurze, prägnante Antwort ist, wir dürfen momentan nichts zu iOS 9 sagen. iOS 9 ist von Apple nicht offiziell vorgestellt worden. Von daher verschließe ich jetzt meinen Mund. Aber ich bin über einen Freund eines Freundes darüber informiert worden, dass das schon sehr gut funktioniert.
Gut, wir haben natürlich auch Android-Unterstützung, Android bis zum schönsten, neuesten, besten, Android 5.1.1. Android Marshmallow steht natürlich auch vor der Tür. Wie sieht es damit aus? Auch das haben wir. Auch das ist jetzt eine falsche Formulierung. Das haben wir natürlich auch mit in die Entwicklung einfließen lassen. Auch da werden wir, wenn es da nachhaltige Änderungen gibt am Google SDK oder am Google NDK, noch wiederum eine Aktualisierung für Delphi 10 Circle auf den Markt bringen. Gut. IoT-Unterstützung, Messen, Steuern über Sensoren, auch das ist natürlich mit dem Bluetooth LE grundlegenden Technologien mit enthalten. Wir können im Prinzip an alles andocken, wie wir wollen. Ich habe mittlerweile einige Kunden hier im Zugriff, beziehungsweise stehen mit denen im Kontakt, wenn es darum geht, Steuerung, Hausautomatisierung über eine iOS-Android-Anwendung durchzuführen. Das ist also auch schon im produktiven Einsatz für Kunden, die jetzt unbedingt den Lichtschalter im Keller betätigen wollen, wenn sie im Dachgeschoss sind. Oder aber auch die Heizung regulieren, Automatismen, Zeitpläne hin zu hinterlegen und das Ganze auch noch auf das Smartphone rüberzubringen. Da gibt es also wirklich schon sehr pragmatische Ansätze. Gut, das ist RAD, Rapid Application Development, also schneller zum Ziel, solide Basis, schnelle Entwicklung, um wirklich die Anforderungen, die ja heutzutage nicht weniger werden, auch besser und schneller umzusetzen. Man kann wirklich davon sagen, im Vergleich zu anderen Entwicklungsumgebungen, im Vergleich zu anderen, ja, ich sag mal, herstellerspezifischen Entwicklungsumgebungen, komme ich damit deutlich schneller zum Ziel. Mit Xcode kann ich nur für iOS entwickeln, mit dem Android Studio nur für Android, dass man mit einer solchen gemeinsamen Entwicklungsumgebung und der Flexibilität des Datenbankzugriffs und auch den Möglichkeiten der Cross-Plattform-Kompilation doch deutlich schneller zum Ziel kommt. Also für Entwickler gute Grundlage, Cross-Plattform-Entwicklung, alles in einem Paket mit enthalten. Letzte Folie, praktisch die letzte Folie, ein Kommentar von José A. Sanchez aus Südafrika, glaube ich, kommt er. RED Studio 10 ist die stabilste Entwicklungsumgebung, die stabilste RED Studio Version, an die er sich erinnern kann. Nein, der gute Mann leidet nicht an Alzheimer. Er macht schon seit mehr als 10, 12 Jahren, macht er Delphi. Und das ist ein Zitat und da werden noch etliche andere von kommen. Ich bin auch immer gern an Kunden Zitaten adressiert. Hier kam natürlich vorhin schon mal ein Kundenzitat von Klaus Urban gerade in den Chat herein, der Red 10 mit seinem Hauptprojekt mal ausprobiert hat und nicht unbedingt so erfolgreich war. Mag natürlich auch immer an Fremdherstellern, an Drittherstellerkomponenten und so weiter und so fort liegen. Aber generell ist es doch gut. Hier zwischendurch nochmal die Frage, AQ-Time fehlt noch. AQ-Time von RED 8 wird nicht akzeptiert. Das zum Thema Tools. Nicht schlimm, aber nice to have. AQ-Time ist sogar beim RED Studio 10 komplett rausgeflogen. Sage ich mal ganz offen dabei. Gut, Trial ist verfügbar. Fragen gibt es ja auch. Gucken wir uns gleich mal an. Gut, hier haben wir die Entwicklungsumgebung. Nicht wundern, das war vorhin kurz ein Mac. Ich nutze, wie gesagt, primär ein Mac. Hab mein hier in die Windows-Umgebung mit hineingebracht und Marco Cantu hatte gestern ein schönes Beispiel dazu gehabt für den C++-Bilderentwickler unter uns. Das war jetzt nichts Großartiges, Besonderes. Er hat im Prinzip nur einen Label hier drauf gesetzt auf eine ganz normale VCL-Formularanwendung und einen Button darüber hinaus und hat diesen Button dann entsprechend programmiert. Was er hier gemacht hat, ich hoffe, ich habe es noch in der Zwischenablage, ja, in der Tat. Ich definiere mir hier einen Lambda, also einen Ausdruck für die Delphi-Entwickler unter uns, ein Future. Hier über eine anonyme Methode, die natürlich an das Formular selber gehangen wird. Und dieser Lambda wird einfach hier definiert über eine Expression und der Lambda wird aufgerufen. Das Ganze vom Autotyp, also für alle die, die C++ programmieren, ein typisches Szenario, also oder ein typisches Beispiel dafür, wie man C++ 11 programmiert. Jetzt könnte ich das natürlich hier mal versuchen, für Win32 zu kompilieren. Okay, sieht prima aus. Ich sage einfach mal erzeugen und ich bekomme einen relativ hässlichen Fehler.
Ja, Ausdruck, Syntax, BCC 32, da meckert er wirklich ganz kräftig. Warum an der Stelle? Er kann es faktisch einfach nicht kompilieren. Wo dann liegt das? In den Projektoptionen sieht man an der Stelle auch, es wird hier prinzipiell beim C++ Compiler der klassische Borland Compiler verwendet. Man sieht es dann hier auch true. Durch das Ausschalten dieser Option habe ich dann auch die Möglichkeit, mein Optionsfenster ist etwas groß, auf den neuen C++ Compiler zu gehen. Ich kann das Ganze nochmal versuchen, hier zu erzeugen. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Er kompiliert das nämlich durch und linkt das dann auch an der Stelle. Oh, sieht gut aus. Das heißt, relativ transparent für den C++ Builder-Entwickler, weitestgehend kompatibel. Properties, Methods, Events, VCL-Anwendungen lassen sich auch mit dem C-Lang-basierten 32-Bit-Compiler für C++ 11 kompilieren. Selbstredend natürlich, dass ich das Ganze auch für 64-Bit hier kompilieren kann. Ne? Ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, aber ich springe einfach ins kalte Wasser. Da sollte nichts passieren. Er linkt auch schon fröhlich vor sich hin. Und ich kann es dann auch natürlich für 64-Bit kompilieren. Innerhalb des C++ Builders haben wir auch ein paar andere Optionen mit hineingebracht, die allein schon mal hier wert sind, einen Blick hineinzubringen. 64-Bit, 32-Bit ist egal. Das ist die sogenannte Stapelkompilierung. Das ist ein, wie soll man sagen, ein sehr merkwürdiger Ausdruck. Stapelkompilierung, wenn ich das einschalte und in den Projekteigenschaften auch noch sagen, er soll den Compile-Prozess auf separate Prozesse innerhalb Unterprozesse hier verteilen, dann wird das jetzt hier bei meinem Projekt nicht unbedingt besonders viel Sinn machen. Es muss natürlich erst nochmal alles gespeichert werden, damit er das dann auch hier extern durchführen kann bei diesem Projekt. Der Informatiker würde sagen, O von 1, da ist auch nicht viel parallelisierbar. Aber dann wird mein Projekt tatsächlich parallel kompiliert. Klammer auf, das gibt es nur für den C++ Builder, nicht für Delphi. Damit habe ich dann auch die Möglichkeit, wirklich große Projekte deutlich schneller zu übersetzen. Also ein echtes Schmankerl für C++ Builder Entwickler. Partner von uns sagte gestern, es ist nicht die Frage, ob ich auf den neuen C++ Builder gehe, sondern nur noch wann. Und allein diese zwei Möglichkeiten, neuer C++ Compiler für 32-Bit und die parallele Kompilierung, können wirklich die Produktivität für diese Entwicklungsumgebung und für den Entwickler deutlich erhöhen. Auch was ich jetzt hier noch nicht hatte, ich schließe das an der Stelle am besten gleich mal oder ich mache es in einem anderen Projekt, in einer Projektgruppe, wo mal ein paar mehr Projekte mit drin sind, auch C++ und Delphi-Projekte, ist dann auch der Speicherverbrauch über die Zeit. Das habe ich auch selber hier beobachtet, BDS 32, ich habe jetzt hier verschiedene Compiler schon mal angeschmissen und so weiter und so fort, ist noch relativ gemächlich mit 118 Megabyte, aber das wird auch beim Schließen des Projektes, beim Compile-Vorgang oder nach dem Compile-Vorgang geht das wieder auf diesen Wert zurück. Merken wir uns mal 118 Megabyte. Pi mal Daumen. Gut, was haben wir sonst noch hier geändert in der IDE? Natürlich die 4 Gigabyte, davon sieht man jetzt hier wenig. Allerdings auch solche schönen Sachen wie hier die komplette Integration von Castalia mit in die IDE, wie zum Beispiel die Projektstatistiken, der Zwischenlageverlauf. Das hatte ich vorhin schon mal in die Zwischenablage reinkopiert, deswegen sieht man es hier auch. Das heißt, man kann immer wieder auf Zwischenablagen hier zugreifen, was immer man jetzt hier auch hier mit in seine Zwischenlage mit hineinkopiert. Das wird an der Stelle immer wieder hier in einer Historie, die konfigurierbar, mit hineingebracht. Also die ganzen Castalia-Funktionalitäten, die haben wir hier dann auch mit hineingebracht. Was natürlich auch mit drin ist, sind solche schönen Sachen wie zum Beispiel nicht visuelle Komponenten. Da füge ich jetzt mal einfach ein paar hinzu. Wer kennt das nicht, dass er seine Formulare hier zugekleistert hat mit 75.000 Komponenten? Das haben wir, glaube ich, schon mal alle irgendwo gesehen. Und das macht es irgendwo nicht besonders praktikabel. Spätestens wenn ich dann auch noch viele visuelle Komponenten hier mit drin habe und die dann halt eben hier das Ganze immer überdecken, dann sieht das alles andere als schön aus. Kleine, aber pragmatische Schaltfläche hier oben, die nicht visuellen Komponenten ein- und ausschalten.
Auch haben wir neue Komponenten mit drin, den Objektinspektor hier ein wenig erhöht. Ich sehe zum Beispiel hier mal Edit. Edit hat sicherlich irgendwo einen Text und ich kann jetzt hier an der Stelle auch schnell irgendwo meinen Objektinspektor hier filtern. Das Ganze ist auch aus jedem Fokus erreichbar. Bin ich hier zum Beispiel in dem Fokus klassischerweise mit F11, komme ich automatisch natürlich in den Objektinspektor. Das ist schon seit Delphi 1 so. Und ich kann direkt hier mit dem entsprechenden Property, mit der Property-Suche beginnen, was in meinen Augen die Produktivität deutlich erhöht. Auch sieht man hier die Standardkomponenten innerhalb der Strukturansicht. Das heißt, man hat hier tatsächlich auch die Icons, wie man sie an der Stelle hier aus der Objektablage oder aus der Toolpalette hierher kennt. Die korrespondieren dann auch tatsächlich. Ein Label sieht aus wie ein Label, sieht aus wie ein Label im Formulardesigner hier natürlich auch mit drin. Natürlich hier auch wieder das Springen zwischen den ja verschiedenen Methoden und Klassen, wenn es denn hier auch entsprechende welche gibt, um hier auch schnell zu navigieren. Auch das wurde von Castalia hier automatisch sofort mit integriert. Kommen wir nun zu einigen Beispielen aus dem Bereich der VCL. Da gehe ich mal in die VCL-Projektgruppe. Innerhalb der VCL-Projektgruppe Fragen kommen gleich noch. Habe ich hier mal eine Projektgruppe mit verschiedenen Dialogen. Sabrina Dupont hat das gestern gezeigt. Sie hat das nur in den ja, Slides, in den Folien gezeigt. Ich möchte das am besten lieber mal live zeigen. Das sind so die VCL-Styling-Dialoge. Das heißt, welches Look and Feel habe ich jetzt hier? Color Dialog. Der sieht halt eben so grau in grau aus. Wenn ich immer einen anderen Stil benutze, das sind halt eben hier die Standardstile oder auch die Premium-Stile, die wir mit drin haben, wie zum Beispiel Coral oder aber auch das Vapor, dann sehen natürlich auch die Systemdialoge so aus, wie sie aussehen soll. Das geht sogar weiter bis hin zum Öffnen-Dialog, der auch diese Stile hier mittlerweile übernehmen kann, dass man also komplett seine Anwendung so durchstylen kann, wie man es denn haben möchte. Ich gehe noch mal auf einen, wo haben wir denn einen Windows 10 Blue Style, damit man das auch sieht, ja, von der Korrespondenz her, von den Fenstertiteln, von den entsprechenden Anwendungen sieht es dann natürlich auch aus wie eine, ja, Windows 10 Anwendung, respektive vom Look and Feel hier sehr, sehr ähnlich. Gut. Das kann man, Ganze kann man hier natürlich noch ein bisschen durchbauen. Webbrowser ist hier jetzt nichts Großartiges Besonderes. Es ist einfach nur eine Webbrowser-Komponente. Klar, die haben wir mittlerweile auch für den Desktop. Klar, die funktioniert natürlich auch an der Stelle für den Mac-Desktop mittlerweile auf den iOS-Android-Geräten innerhalb der VCL-Welt und FireMonkey-Welt. Hier natürlich besser. Notification ist ein spezielles Projekt, was ich hier kompilieren kann, natürlich nur für Windows 10, weil hier wird wirklich auf die Windows-API zugegriffen, auf die WinRT. Hier gehen eigentlich über das Notification Center, My Notification, Team Notification, über ein Notification Center gehen hier Nachrichten raus. Wo ist das Notification Center hier definiert? Ist halt eben ein Team Notification Center, was ich mir an der Stelle hole. Und hier werden einfach nur Notifications hier mit hineingebracht. Bevor ich sie cancel, muss ich sie erstmal erzeugen. Wie sieht das Ganze innerhalb einer Windows 10 Welt aus? Ich sehe also hier rechts unten kurz dargestellt eine Standard-Notification, die ich hier auch mit Grafiken, mit Icons und so weiter belegen kann. Sie wird mir also auch im Windows 10 Notification Center hier ganz normal angezeigt, mit den Interaktionsmöglichkeiten, auf die ich natürlich wiederum reagieren kann, die hier auch natürlich mit Grafiken hier mit hineingehen können. Prima, haben wir das auch gesehen, aber wie gesagt, diese Notifications halt eben nur unter Windows 10, damit sie dann auch hier laufen. Eine weitere neue Komponente, die ganzen Komponenten finden sich dann auch in einer eigenen
Komponentenbibliothek oder Komponententoolpalette findet sich hier unter Windows 10. Activity Indicator, kann man sich vorstellen, was das Ding macht, macht halt eben Activity. Ein Toggle-Switch, sehen wir gleich noch. Searchbox ist einfach ein Editierfeld mit einer ja, zusätzlichen Grafik hinten dran. Neu ist auch das Relative Panel. Relative Panel ist ein Panel, was von der Ausrichtung her relativ angeordnet werden kann. Das klingt jetzt hier erstmal relativ unspektakulär, schalte das Look and Feel mal aus und ich sage einfach, mein Button soll links mit dem Panel ausgerichtet werden. Und darüber hinaus, die Shape soll rechts mit dem Panel ausgerichtet werden und das Editier Center. Entschuldigung, das war jetzt wieder der Button, den wollen wir jetzt left und das Edit soll Center. Das heißt, es ist jetzt wirklich immer relativ alles zueinander ausgerichtet. Das Ganze kann ich jetzt natürlich auch noch irgendwo relativ absolut horizontal, vertikal ausrichten oder aber auch Komponenten untereinander ausrichten. Der Button zum Beispiel soll Align Right with Shape durchgeführt werden in der horizontalen Ausrichtung. Dass man also auch hier Komponenten untereinander hier miteinander ausrichten kann. Ich habe heute dicke Finger. Manchmal, und das mag ich nicht an Windows 10, hat man hier wenig oder nicht unbedingt gut einsehbaren Platz, wo jetzt mein Greifer ist. Manchmal ein bisschen daneben und so weiter und so fort. Aber das nur so am Rande. Relative Panel. Split View ist sehr, sehr ähnlich zu der Multiview-Komponente, die man von FireMonkey her kennt. Split View ist die Möglichkeit, so ein Hamburger-Menü mit einzubauen. Hamburger-Menü, so wird es im Deutschen sehr, sehr gerne bezeichnet. Diese drei horizontalen Striche, die CT aus dem Heise Verlag, die spricht da halt eben auch gerne davon, dass man also ähnlich wie in Windows 10 Anwendung oder für Windows 10 Anwendung dieses Look and Feel mit reinbringen kann. Das hat natürlich auch noch ein paar Optionen, wie ich das Ganze hier Overlay oder Docked mit hineinbringen kann und auch das Placement bis hin zu kompakt bringen kann, dass ich also weiterhin hier irgendwo den Zugriff auf die verschiedenen Icons habe, auch wenn es denn kollabiert ist oder zusammengefügt ist. Mit Animationen, wie schnell soll das gehen? Mal gucken, ob wir Zeit haben. Ja, haben wir auch. Und wie viel Step dazwischen sind, ob man das sehr feinfühlig machen kann. Ja, super. Ich sehe Begeisterung in Ihren Augen in diesem unidirektionalen Medium. Aber ich kann das hier recht hübsch machen. Gut. Gut, Animation Delay, also mal wieder ein bisschen schneller. Es sind wirklich hübsche Komponenten, die sehr einfach einzusetzen sind. Weitere Komponente ist der sogenannte Toggle-Switch. Toggle-Switch, den ich sehr individuell konfigurieren kann mit Standardbeschriftungen. Die Standardbeschriftungen, die kann ich natürlich auch individuell betiteln. Ich sage jetzt an der Stelle einfach mal off und on. Da gab es letztens jemand in einem Forum, der hat sich beschwert, oh, die sind ja fixiert auf deutscher Sprache. Nein, da ist eine Property dieser Komponente, um an der Stelle zu sagen, wie das Ding heißt. Schalte ich das also wirklich mal auf einen Windows 10 Blue Style um, sieht man auch, wie sich die Komponente hier optisch verändert. Von diesem Kasten dann halt eben auch in einen Windows 10 Stil, wie man ihn auch aus vielen anderen oder Internet, Entschuldigung, Standard, Optionen hier kennt. Oh, mein Windows ist aktiviert. Prima. Unter, ja, da haben wir es auch, also auch diese Standard-Buttons, die man hier durchaus problemfrei in VCL-Anwendungen mit hineinbringen kann. Sehr schön. Searchbox, kann ich auch noch mal kurz öffnen, ist einfach ein Editierfeld, konfigurierbar mit verschiedenen Optionen, das Ganze hier mit zusätzlichem Icon mit hineinzubringen. Was für ein Icon soll da mit rein? Auch hier wiederum für verschiedene Stile, verschiedene Icons, je nachdem, welchen Stil ich denn haben möchte. Links herum, rechts herum, und hier im Lock. Ja, im Lock kommt nie was rein. Ist aber auch okay. Eine kleine Komponente. Activity Indicator, auch wiederum für VCL-Anwendungen. Steht jetzt hier auch nicht so viel dahinter, aber ist auch wiederum eine nette Komponente. Ich sag mal Animate, Windows 10 Stil, Windows 10 Dark Style. Das Ganze hier vielleicht noch mal ein bisschen groß. Jetzt sieht man natürlich schwarz auf schwarz nicht besonders viel. Deswegen schalte ich den mal auf weiß. Wie delayed soll der sein? Soll der also abgehen wie die Luzi oder soll der eher so
gemächlich durch die Landesgeschichte hier durchtickeln. Gut, auch wiederum verschiedene Aktivitäten oder entsprechende Animationen, die man hier auswählen kann. Sektororientiert, Rotating Sektor, also auch eine schöne Ani-Komponente für VCL-Komponente. Notifications, weiß gar nicht, was das ist. Oh, das ist das gleiche in C++. Gut, können wir auch nochmal durchkompilieren. Show, show another. Und cancel, cancel another, show another, auch wieder mit Grafiken mit dabei. Was ich vorhin schon mal angesprochen habe, und das will ich einfach mal, mutig wie ich bin, hier mal durchexerzieren. Ich sage mal, alle bereinigen, das ganze Projekt oder die Projektgruppe mal neu machen, alle erzeugen. Da wird also an der Stelle einfach mal diese ganzen Projekte hier übersetzt oder übersetzt, genau. Schlückchen Kaffee. Und das Ganze lasse ich jetzt nochmal erzeugen und ich gehe hier ganz bewusst nochmal in den Task Manager rein. Man sieht also wirklich auch, wie der Speicher hier ansteigt, wie der Speicher aber auch zum Schluss dann irgendwo wiederum freigegeben wird. Das habe ich hier natürlich relativ viel offen. Sage an der Stelle mal alles schließen. Sprich, die ganze Projektgruppe ist hier weg und man sieht dann auch, wie der Speicher hier wirklich recht gut gemächlich hier zurückgeht. Klar ist da noch ein bisschen Cache. Von den 118 haben wir uns verabschiedet, aber wir sind von 450, ich sag mal, auf 140 wieder zurückgekommen. Und das ist im Laufe des Tages wirklich merkbar. Plus natürlich das, was wir hier an der Stelle an doppelten Speicher noch mit dabei haben. Gut, das Ganze auch noch mal kurz für FireMonkey. FireMonkey gibt es natürlich auch ein paar Änderungen, gibt es hier natürlich auch ein neues Look and Feel. FireMonkey Hints ist zum Beispiel sehr spaßig daran, wo wir uns seit neuem Windows 95, sage ich mal, dran gewöhnt haben, dass man auch so kleine Bubble Hints bekommt. Bubble Hints, die es mir ermöglichen, zu sagen, ja, hier möchte man noch so eine kleine gelbe Fahne mit hineinbringen. Auch das ist hier mittlerweile möglich. Ich weiß gar nicht, auf welchen Komponenten das hier alles mit drin ist. Ich glaube, hier, der hat gar keinen Hint. Gucken wir doch mal. Ich kann ja einfach mal suchen. Das geht ja mittlerweile. Show Hint, Drag to Adjust Slider. Wo kommt denn der Hint? Da bin ich jetzt aber mal selber gespannt. Braucht er erst noch einen Fokus? Drag to Adjust Slider. Gut, man sieht den. Ah, da war er, da war er, da war er, da war er. Ja, irgendwo, da kommt er dann auch. Irgendwo kommt er dann auch. Und das Ganze natürlich im Idealstfall, das Ganze auch natürlich für andere Desktop-Plattformen. So Hints auf mobilen Plattformen gibt es nicht. Mal gucken, ich habe es gar noch nicht mal ausprobiert, ob das dann auch hier unter macOS funktioniert. Dazu starte ich einfach mal den PA-Server. Dafür gibt es natürlich einen neuen. Melde mich hier mal an. Kennwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gucken, ob ich denn da hinkomme. Und ich sage jetzt einfach mal Profile. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon für Mac Desktop hier konfiguriert habe. Verbindung testen. Da sollen zumindest auch die Stile mit dabei sein. Wir sind ja auf der IP-Adresse, dann machen wir das einfach jetzt mal hardcodiert. Steuerung V, Verbindung testen. Prima. Dann sollten wir denn auch da hinkommen. Sag nochmal SDK Manager, Mac haben wir schon mal drin. Da kommen noch ein paar Ausrufezeichen. Ich muss das SDK noch runterladen. Aber das wollte ich heute gar nicht. Aber ich will es trotzdem mal probieren. Okay, das haben wir ja mit drin. Da sagen wir jetzt einfach mal starten. Wie gesagt, das mache ich jetzt mal on the fly, gucken, ob das dann auch soweit funktioniert. Hier haben wir das für macOS. Ob da denn jetzt auch Hints kommen? Oh, da kommen Hints. Prima. Ah, da gehen sie dann auch sofort. Habe ich noch nie ausprobiert, wollte ich jetzt einfach mal. So viel Zeit hatte ich jetzt die letzten Tage auch nicht. FireMonkey Hints, Notifications, ja, prinzipiell auch, je nachdem, auf welcher Plattform ich da bin, kann ich das natürlich dann auch unter FireMonkey machen. Hier sollte das dann auch hier kommen. Hier habe ich dann auch Windows 10 Notification, Cancel, Show and Other, auch wiederum mit Grafiken
mit dabei. Geht natürlich an der Stelle dann nur plattformspezifisch für Windows 10, Windows 10 oder Windows 10. Sie haben hier die freie Auswahl. Navigation Pane Demo gibt mir die Möglichkeit, hier nochmal da einzusteigen in das Hamburger Menü, zumindest für FireMonkey. Da gab es ja schon diesen Multiview seit einiger Zeit. Und dieser Multiview ist die Realisierung, die wir schon seit einiger Zeit drin haben in FireMonkey, hier an der Stelle speziell für FireMonkey mit allem, was dazugehört. Und ich kann diese Dinge halt eben auswählen, kann in die Settings reingehen, kann halt eben verschiedene Menüpunkte hier auswählen, ohne dass da Funktionalität drin steckt. Split View unter VCL genannt, Multiview hier an der Stelle unter FireMonkey. Die Custom List View Meetings erlauben es mir auch, diesen List View, das ist auch eine Neuerung innerhalb von FireMonkey, individueller zu konfigurieren. Man hat hier also sehr umfangreiche Änderungen mit durchgeführt, bis hin natürlich auch zu den Möglichkeiten, das Ganze auf iOS, Android zu laufen zu lassen, wie man hier schon sehr offensichtlich sieht, bis hin natürlich auch zu Native List Views, die dann direkt die Komponenten von Cocoa auf iOS und so weiter und so fort benutzen. Also auch da gibt es Änderungen. Im Bereich der Datenbanken hat sich natürlich auch geändert, einiges. Wir haben Datasnap und EMS mittlerweile komplett OpenSSL losgemacht. Los heißt, man braucht kein OpenSSL mehr. Wir haben natürlich hier die nativen Verschlüsselungskomponenten des Betriebssystems, je nachdem, auf welcher Plattform man ist. Man braucht diese Library nicht mehr mit einzulinken, mit weiterzugeben. Das haben wir mit XE8 schon eingeführt. Wir haben das mit XE8 nochmal weitergetrieben. Und im Bereich der Datenbank natürlich auch Support für MongoDB. Ich weiß gar nicht, ob es das hier auch schon gibt. Ja, hier gibt es eins. Ich habe ja noch keinen MongoDB installiert. Ich habe am 17. September ja nochmal ein Webinar. Da will ich da auch nochmal drauf eingehen. Ist für mich auch ein sehr spannendes Thema, mit dem man arbeiten kann. Klar haben wir auch sowas wie Beacon Fans mit inkludiert. Beacon Fans ist wirklich eine sehr schöne Möglichkeit in der Lasche Internet der Dinge. Ich schiebe das mal eben hier kurz zur Seite. Auch auf Beacon Fans zuzugreifen. Was ist Beacon Fans? Beacon Fans ist die Möglichkeit, dass ich innerhalb einer virtuellen Map zum Beispiel einige Beacons verstecke. Das mache ich mal in einer geräteübergreifenden Anwendung, mal schnell zusammengeklickt, um das Prinzip zu zeigen und auch den Editor zu zeigen. Ich gehe hier mal in die Zielplattform und sage mal ganz bewusst, dass für macOS, wenn ich mit Beacons arbeite, ja, dann brauche ich halt eben auch ein passendes Betriebssystem. Dann wird die auch freigeschaltet. Es gibt prinzipiell zwei Unterscheidungsmöglichkeiten. Ich kann Zonen definieren, so Geofencing von Koordinate von bis, oder ich mache das über eine Map. Und die Komponente sieht eigentlich extrem unspektakulär aus, aber über die rechte Maustaste kann ich mir einen solchen Beacon Map Editor heranziehen. Dieser Beacon Map Editor erlaubt es mir dann tatsächlich zu sagen, ja, ich möchte mal eine neue Map kreieren. Kann mir auch hier nochmal den sogenannten Object Tree mit ansehen. Man sieht dann hier, ich kann auch mehrere Maps innerhalb einer Karte definieren mit ihren entsprechenden Zonen, Beacons und Paths. Innerhalb dieser Map sage ich jetzt einfach mal, das ist eine Karte in Metern und diese Karte soll breit sein, ich sag mal 25 Meter und eine Höhe von 10 Meter. Das ist soweit in bester Ordnung. Das Ganze kann ich hier natürlich, oh, Height 25. Ich wollte Height 10 machen und die Breite 25. Dann sieht das schon ein bisschen besser aus. Und da kann ich zum Beispiel auch eine Grafik reinladen. Eine Grafik wie zum Beispiel einen Grundriss. Einen Grundriss. Ich habe hier mal was mitgebracht aus dem Engadiner Bauernhaus. Sozusagen eine Grafik, die es mir ermöglicht, hier jetzt zu sagen, aha, das ist meine Ausprägung, meine Größe. Da habe ich eine Grafik, um das Ganze auch an der Stelle einfach mal zu symbolisieren. Und ich setze jetzt an der Stelle einfach Beacons rein. Ich habe hier ein Beacon, ich habe hier ein Beacon, ich habe hier ein Beacon und ich habe hier in dieser Ecke noch ein Beacon. Sieht dann auch, diese Beacons sind dann soweit definiert. Ich muss die GUID-ID natürlich hier eintragen oder respektive natürlich auch auswählen. Und ich kann auch Zonen definieren. Zonen können rechteckigerweise sein, quadratisch oder halt eben polygonal. Ich sage jetzt einfach mal eine Zone, Küche.
Eine Zone ist sozusagen ein Bereich, den ich definiert habe innerhalb der Karte. Jetzt muss ich natürlich noch ein bisschen was einstellen. Wo sind meine Beacons, Abstandsmessungen? Ich muss sie noch ein bisschen einmessen. Dafür gibt es ein paar gute Tipps. Aber prinzipiell durch diese vier Beacons und ich bewege mich jetzt mit meinem Gerät hier durch dieses Erdgeschoss durch, dann können die vier Beacons mich sozusagen über eine Triangulation identifizieren, wo ich denn bin in dieser Karte. Und betrete ich zum Beispiel eine Zone, kann etwas passieren. Wo kann man das nutzen? Wo kann man das nutzen? Zum Beispiel in Warenhäusern. Ich gehe durch ein Warenhaus, betrete den Eingang, Zone definiert. Oder ich gehe auf einen bestimmten Pfad, den ich hier auch definieren kann. Ich gehe hier erst in die Stube, wieder zurück, dann in die Küche und dann halt eben in die Vorratskammer. Diesen Pfad, den ich hier definiert habe, wenn ich ihn abgehe mit einer gewissen Divergenz, mit einem gewissen Abstand, Unterschied, dann hatte ich die Möglichkeit zu sagen, ja, Glückwunsch, du bist genau diesen Pfad gegangen und damit könnte ich dann auch darauf reagieren. Das heißt, wenn ich das Ganze hier mal abspeichere, wird das im Prinzip hier in diese Beacon Map Fencing abgelegt in eine XML Map. Und ich kann dann auch sagen, das Ganze ist enabled und mit der Konfiguration der Beacons, der UUIDs und so weiter und so fort, hätte ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, aha, ich möchte die Karte hier darstellen, ich kann sogar sagen, wo ich bin oder einfach nur darauf reagieren. Benutzer befindet sich jetzt in der Küche, gucken, ob der Herd aus ist. Pragmatischere Ansätze für solche Geräte ist natürlich, ein bestimmter Gabelstapler bewegt sich innerhalb einer Lagerhalle und ich kann über diese Beacons und diese Ortung, ohne jetzt auf GPS angewiesen zu sein, über diese Triangulation dieser Ortung von den Beacons ein solches sich bewegendes Gerät relativ genau lokalisieren. Die Lokalisierung hängt natürlich auch immer von Störfaktoren ab. Habe ich Wasserleitung, Fußbodenheizung? Läuft jetzt gerade jemand mal durch den Beaconstrahl? Aber mit entsprechender Konfiguration und Triggerung und Anpassung kann ich hier das wirklich bis auf so 10, 15, 20 Zentimeter genau lokalisieren. Und es funktioniert sogar tatsächlich ganz gut. Gut, Red Studio. Ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen mitgearbeitet. Abschließend möchte ich auch noch mal, und da bin ich immer wieder von fasziniert, einfach mal in den Speicher hineingucken. Wo sind wir jetzt? Hier 213. Er baut hier noch ein bisschen was ab und er kommt also wirklich auch auf die normalen Werte hier ran. Da braucht er noch ein bisschen. Geht noch ein bisschen hoch, geht noch mal ein bisschen runter. Das sind so Threads, die im Hintergrund laufen. Aber Red Studio 10, wirklich schöne neue Funktionalitäten für Windows 10, Anpassung für Windows 10, für VCL, für Desktop-Anwendung, für FireMonkey, für Desktop-Anwendung Richtung Windows 10. Plus natürlich auch die Verbesserungen, iOS-Support, Android-Support, Möglichkeiten auch mit zukünftigen mobilen Plattformen zu arbeiten. Ich drücke es mal so rum aus. Bis hin natürlich auch zu neuen Komponenten, die wir hier mit inkludiert haben. Ein paar Dinge hatte ich noch gar nicht erklärt, wie zum Beispiel den Get Package Manager, der an der Stelle deutlich aufgebohrt worden ist, wo man eigentlich auch schon sieht, wo die Reise von Embarcadero hingeht, dass wir hier mehr und mehr auch darüber anbieten wollen, dass wir an der Stelle auch vielleicht Komponenten selber verkaufen wollen, dass wir vielleicht an der Stelle auch Drittanbieter mit hineinbringen wollen. Wirklich schon ganz gute Möglichkeiten, die hier mit inkludiert sind. Gut, damit bin ich auch soweit durch. Von der Stunde habe ich 8 Minuten überzogen. Die Amis waren gestern auch ein bisschen langsamer oder schneller oder ausführlicher. Ich drücke es mal positiv aus und würde dann gerne auch auf die Fragen zu sprechen kommen, die da jetzt an der Stelle vielleicht sind. Hier eine Frage von Patrick Willich. Wie schaut es denn mit Universal Apps und Continuum aus? Microsoft hat den Begriff der Universal Apps ein bisschen aufgeweicht. Wenn die Frage geht Richtung Universal Apps für Desktop plus Mobile, dass ich also auch auf meinem Windows Phone 10 Gerät das laufen lassen kann. Generell muss man dazu sagen, wir arbeiten auch mit Microsoft zusammen. Es wird auch ein paar Kooperationen geben. Stand hier und heute ist es nicht dabei. Wir beobachten allerdings, das müssen wir auch ganz klar sagen, den Markt,
wie sich Windows 10 Phone durchsetzen wird. Es hat im letzten Jahr oder in den letzten Quartalen wieder einen halben Prozentpunkt verloren, laut IDC. Halber Prozentpunkt klingt jetzt nicht dramatisch, aber das ist von 1,9 auf 1,4% runtergegangen. Wir sehen das immer so mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir sind uns natürlich auch bewusst, dass viele größere Unternehmen mittlerweile auch Richtung Windows Phone gehen. Wir beobachten das. Stand heute in Delphi 10, Red Studio 10, C++ Builder 10, Seattle ist es nicht dabei. Hier die Frage: Relative Panel nur für Win 10 oder auch für FMX Mobile? Relative Panel nur für VCL. Ich drücke es mal so rum aus. In FileMonkey haben wir auch ähnliche Layout-Komponenten mit drin, aber das Relative Panel ist exklusiv für VCL. Hier musste jemand schon gehen, muss weg. Ja, gibt es nachher auch auf YouTube. Er freut sich schon auf den Link. Hier eine Frage von Christian Gai. Gibt es die Möglichkeit, die Standarddialoge zu stylen, auch unter FireMonkey? Kurze Antwort, meines Wissens nach nicht. Wie sieht es aus mit Android-Support bezüglich Intel-CPUs? Es gibt von Intel momentan ein Projekt namens Houdini. Houdini ist die Möglichkeit, auch ARM V7 Binary Code, ARM V8 Binary Code, auch auf Intel-CPUs für die Android-Plattform laufen zu lassen. Muss ich mal mit rumspielen, das soll eigentlich recht gut mittlerweile funktionieren, muss mit hineingelinkt werden. Wir haben allerdings hier und heute keinen Android Intel Support. Ja, ich weiß um die Problematik, dass es viele Tablets gibt, zum Beispiel von Acer, von Dell gibt es ein paar, von Lenovo gibt es ein paar, die mittlerweile auf Intel setzen. Andererseits ein Bekannter arbeitet von mir bei Samsung. Und er meinte mal so schön, wir hatten mal das Samsung Galaxy Tab 3 10.1, das war mit dem Intel CPU, das wollen wir nie wieder machen. Andererseits die Dell Venue oder wie die Tablets da heißen mit Intel-Prozessoren, die taugen wirklich ganz gut. Es ist ein interessanter Markt, ja, wir schauen da weiterhin. Um es kurz zu sagen, in Delphi 10, C++ Builder 10, Seattle ist es noch nicht drin. Gibt es neuere, bessere Refactoring-Tools, wie zum Beispiel Umbenennen einer Klasse im gesamten Projekt in C++ Builder? Kurze Antwort ist nein. Klar gibt es das Umbenennen, aber besser, größer, schneller sind sie immer noch nicht. Das ist die kurze, prägnante Antwort. Windows 10 Store-Apps verfügbar für Delphi FMX-Apps? Im Prinzip ja. Da gibt es nämlich, wie gesagt, die Aufweichung von Microsoft. Da gibt es auch demnächst ein Projekt, was momentan Microsoft in der Entwicklung hat, um auch ganz normale Desktop-Apps in den Windows Store hineinzubekommen. Ein paar Erweiterungen. Wir arbeiten da mit Microsoft zusammen. Marco Cantu hat da gestern Abend auch ein bisschen was zu erzählt. Stand hier und heute nicht direkt, aber bald. Bald dann auch direkt. Hier die Frage, lassen sich Win 10 ARM-Anwendungen für zum Beispiel Raspberry Pi V2 erstellen? Kurze Antwort ist nein. Wir haben zwar den ARM-Compiler, allerdings den ARM-Compiler, der auf dem Android NDK aufsetzt, nicht den ARM-Compiler, der hier linkt und debuggt für Raspberry Pi 2 mit der ARM-Version von Windows 10. Gut, das war's dann auch soweit von meiner Seite. Ich beende damit dann auch gleich die Aufzeichnung. Darf mich hier bedanken soweit erstmal auf dem YouTube-Channel bei allen Zuhörern. Über ein Like auf YouTube würde ich mich freuen. Ansonsten noch einen schönen Tag. Ihr Matthias Eising, Embarcadero Germany Channel.